Hallo und herzlich willkommen, was geht ab? Hier ist das Tag am Start und heute mit einem Visitenkarten-Glitch, und zwar wie ihr eine animierte Visitenkarte bekommen könnt. Und ja, als erstes benötigt ihr dazu 10 Crypto-Keys und müsst mit einem Freund in der Lobby sein, wie zum Beispiel hier den X-Bank, also euer Freund muss hier der Host sein. Und ja, auf jeden Fall geht euer Freund dann in ein öffentliches Spiel, also im Multiplayer, und ihr müsst dann in den Schwarzmarkt gehen und dann auf den Shop, wo ihr diese Call of Duty Points kaufen könnt. Und währenddessen, während ihr in diesem Menü seid, muss euer Freund in den Zombie-Modus wechseln, also die ganze Party mitnehmen und dann in den Zombie-Modus gehen. Und ja, wenn der Freund dann im Zombie-Modus ist, geht ihr zurück und kauft euch eine Vorratslieferung für 10 Crypto-Keys. Und ihr seht jetzt hier schon, ihr zieht einfach dreimal die Visitenkarte des Rennmeisters und könnt sie dann auch noch anlegen. Und ja, auf jeden Fall ist es wichtig, wenn ihr diese Karte dann wieder ablegt, also eine andere anlegt, dann speichert es sich nicht. Also ihr habt sie nicht freigeschaltet, aber ihr könnt sie trotzdem anlegen. Auf jeden Fall, das war's wieder mal hier mit einem Glitch. Auf jeden Fall schaut auf den Kanal vorbei für weitere Glitches, zum Beispiel Zombie-Glitches und so weiter. Lasst ein Abo und ein Like da. Das war's von meiner Seite aus. Haut rein, euer StarQuest. Bis dann.